Hallo zusammen, das Inselradio Mallorca hier. Ich bin Vanessa Civiello, das ist Martin Ansorge oder andersrum, das wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall stellen wir euch in dieser Woche die 5 besondersten Strände der Südküste Mallorcas vor. Auf was wird getestet? Ja, wie kommt man hin? Also gibt es Parkplätze? Muss man viel laufen? Wie ist der Sand oder der Kies? Wie ist das Wasser? Und wie ist das Serviceangebot? Wir freuen uns sehr drauf. Mehr dazu in diesem Video. Hallo von der Cala des Moncho, der unsichtbare Strand, den wir uns ausgesucht haben. 55 Meter lang, 25 Meter breit. Wie kommt man hin? Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Parkplatz. Von dem aus läuft man so circa 800 Meter einen etwas steinigen Berg runter. Ist aber auch mit dem Fahrrad machbar. Es ist ein Kiesstrand, Felsstrand. Es gibt ein Betonplateau. Wer Sand sucht, sucht den vergeblich. Ja. Serviceangebot? Ist gar nicht mal so gut, denn es gibt hier nichts, was das Ganze natürlich auch etwas spektakulärer macht. Es gibt hier keine Liegen, es gibt hier keine Toiletten und auch keine Duschen. Aber vom Essen her kann man sich ja auch alles mit einpacken. Und das Wasser ist mehr als glasklar, sieht wunderschön aus. Gerade auch so zwischen den Steinen haben wir dann kleine Korallen, kleine Fischchen. Lohnt sich. Unser Fazit, die Cala des Moncho, der Unsichtbare, wobei man sagen muss, eigentlich die Unsichtbaren, denn es sind 2 kleine Mini-Mini-Mini-Strände. Wie hat es dir gefallen? Ich finde es wunderschön. Es ist so ein Low-Budget-Strand, denn es gibt hier keinen Service, man muss sich alles selber mitbringen. Aber dafür ist dann halt auch hier nichts los. Man hat wirklich seinen Freiraum und seine Privatsphäre. Was ich noch vielleicht ergänzend erwähnen möchte als Ossi, FKK war früher bei uns ganz groß, ist es heute immer noch und hier kann man sich halt aussuchen, ob man die Höhlen fallen lässt oder nicht und das finde ich super.